Die Piazza Navona im Herzen von Rom besticht mit ihrer monumentalen Architektur, ihren Kirchen, ihren großen Skulpturen und Springbrunnen. Dieser Platz ist ein Meisterwerk und Wahrzeichen des römischen Barock. Diese Kunstrichtung zeichnet sich durch üppige Formen, dramatische Effekte und ihre Pracht aus. Das Viertel rund um die Piazza Navona spielt bereits Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts eine zentrale Rolle im römischen Alltagsleben. Es ist das Leben der Eliten, der Händler und der armen Bevölkerung. Ein brodelndes Leben, das sich auf politischer, religiöser und künstlerischer Ebene im Wandel befindet. In diesem Viertel rund um die Piazza Navona entwickelt der italienische Maler Caravaggio seine Hell-Dunkel-Technik. Damit erlangt er Ruhm und Erfolg. Caravaggio stammte zwar aus Mailand, doch den größten Teil seiner Karriere hat er in Rom verbracht, wo er auch seine größten Meisterwerke malte. Rom war gewissermaßen seine Wahlheimat. Heute kommt man nach Rom, um seine Werke zu bewundern. Sein Leben, sein Werk, seine Inspiration. All das spielt sich hier in Rom ab, in den Straßen und Plätzen, die an die Piazza Navona grenzen. Vom Campo dei Fiori bis zur Piazza Santi Apostoli. Vom Pantheon bis zur Piazza del Popolo. Das touristische Rom von heute und das Herz des Roms von gestern. Die Piazza Navona des 17. Jahrhunderts war gewissermaßen das neue Forum, so wie es zu Zeiten der Römischen Republik und zur Kaiserzeit existierte. Hier trafen sich Pilger, Botschafter, Kardinäle, Touristen, Künstler, Gelehrte und Kunstsammler. An der Piazza Navona führte kein Weg vorbei, sowohl im Hinblick auf ihre Schönheit als auch wegen ihrer zentralen Lage. Es gab natürlich unterschiedliche soziale Klassen, zwischen denen damals ein tiefer Graben klaffte. Auf der einen Seite gab es sehr reiche Römer, die zwar nicht sehr zahlreich waren, aber dafür auf großem Fuß lebten. Und es gab das Rom der Bettler, der Prostituierten. Es war eine Stadt der Kontraste. In dieser heterogenen, kosmopolitischen Stadt, in der sich religiöse Konflikte abspielen, kommt 1594 der 23-jährige Caravaggio, der damals noch ein unbekannter Maler war, aus Mailand an. In dieser Zeit leitet die katholische Kirche eine Reform als Antwort auf die Reformation ein. Sie betrifft sowohl spirituelle Aspekte als auch ganz konkret den Alltag der Gläubigen. So wird der Adel zum Beispiel aufgefordert, mehr für das Volk und die Armen zu tun. In Caravaggios Jugend war Rom eine Stadt, die von Päpsten regiert wurde, deren oberstes Ziel es war, den katholischen Glauben zu verteidigen. Die Folge davon war eine strenge literarische Zensur, Ketzerverbrennungen, aber auch zahlreiche Hospize für die arme Bevölkerung. In dieser erzkatholischen Welt musste man den Glauben so oft wie möglich sichtbar praktizieren. Der Adel gab sich demonstrativ wohltätig und polierte so seinen Ruf auf. Dieser Wunsch, der reformierten katholischen Kirche ein besseres Ansehen und Prestige zu verleihen, prägt die Epoche des Barock. Caravaggio selbst erlebt zum Beispiel die Errichtung zahlreicher Kirchen mit. Der Barock ist die ideale Sprache, um den Triumph und die Wiedergeburt der Kirche in Form von großen Springbrunnen, großen Plätzen und Städtebauprojekten zu feiern. Aber das 17. Jahrhundert ist auch das Jahrhundert Caravaggios, des Naturalismus und der Erforschung der Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit findet Caravaggio vor seiner Haustür.
und verarbeitet sie in seinen damals noch bescheidenen Bildern. Schon bald wird man auf ihn aufmerksam. Kardinäle und Adlige finanzieren seine Arbeit und geben bei ihm Gemälde in Auftrag. Caravaggio eignet sich den barocken Stil an, der damals in Mode war, und widmet sich der sakralen Malerei. In einer kleinen Kapelle der Kirche San Luigi dei Francesi, zwischen der Piazza Navona und dem Pantheon, befindet sich sein erster offizieller Auftrag von Kardinal Matteo Contarelli. Drei Gemälde, die das Leben des heiligen Matthäus darstellen. Sie repräsentieren zugleich seine Sicht des römischen Lebens, das ihn fasziniert. Sein berühmtes Gemälde, die Berufung des heiligen Matthäus, erinnert an eine Szene in einer Taverne. Der heilige Matthäus kassiert die Steuern. Wir wissen aus Biografien, dass Caravaggio seine Modelle auf den Straßen von Rom fand. Das waren Kurtisanen, Arbeiter, Straßenjungen oder einfach nur seine Freunde. Es ist, als würde er seinen Gemälden auf diese Weise Leben einhauchen. Er malt, was er sieht. Zum Beispiel malt er zweimal das Bild »Die Wahrsagerin«. Diese Szene kann man noch heute beobachten, wenn man abends spazieren geht. Menschen, die anderen aus der Hand lesen oder Karten legen. Es ist erstaunlich, dass manche Orte der Stadt ihre Funktion jahrhundertelang beibehalten. Caravaggio ist ein Vertreter des Naturalismus. Denn im Unterschied zu anderen Malern unterscheidet er nicht zwischen schön und hässlich. Heilige Szenen stellt er in einem alltäglichen Rahmen dar, als würde er buchstäblich das Himmlische in die Straßen von Rom herunterholen. Im Viertel rund um den Campo dei Fiori, einige Straßen südlich der Piazza Navona, steht die Basilica di Sant'Agostino. Sie ist eine der ersten Kirchen, die während der Renaissance errichtet wurden. Dort kann man die Madonna di Loreto bewundern, die auch als Pilgermadonna bekannt ist und als eins von Caravaggios größten Meisterwerken gilt. Ein sakrales und doch zutiefst menschliches Gemälde. Die Pilgermadonna ist das repräsentativste Beispiel. Das Modell war eine Frau namens Lena. Wir wissen sogar, wo sie wohnte, an der Piazza Navona. Welch ein Zufall. Da Caravaggio von nun an für angesehene Sammler arbeitet und seine ersten großen Aufträge erhält, stellt sich in den Jahren ab 1600 allmählich Erfolg ein. Sein neuartiger Stil, bei dem er dem Göttlichen ein menschliches Aussehen verleiht und es in den römischen Alltag einbettet, versetzt die Menschen in Erstaunen und verhilft ihm zu Reichtum und landesweiter Berühmtheit. Dennoch bleibt er in seinem Lieblingsviertel wohnen, dem Campo Marzio, auf Deutsch Marsfeld, das sich damals von der Piazza del Popolo, dem ursprünglichen Stadttor, bis zur Piazza Navona erstreckt. Caravaggio wohnte hauptsächlich in Campo Marzio. Hier gab es viele Handwerksläden, italienische Maler und Ausländer. Verblüffend, wie wenig die Stadt sich seitdem verändert hat. Die Gassen sehen noch so aus wie früher. Wenn man nach Rom kommt, kann man durch dieselben Straßen wie Caravaggio laufen. Man sah ihn oft spazieren gehen. Er besuchte mit seinen Freunden Tavernen wie die Osteria della Lupa. Die Osteria della Lupa gibt es nicht mehr.
Aber die Tavernen, die Caravaggio besucht, und das römische Nachtleben, das ihn ganz besonders fasziniert, spielen eine Schlüsselrolle in seinem Werk. Die Nacht war besonders für Maler interessant. Sie inspirierte sie vor allem in ethnografischer Hinsicht, da sie eine versteckte Gesellschaftsschicht hervorlockte. Dieser Kontrast zwischen Licht und Schatten in einer realistischen Szene macht die Besonderheit von Caravaggios Kunst aus. Seine Bilder spiegeln die Wirklichkeit wider, aber er versteht es auch, die dargestellten Personen in Licht und Schatten zu tauchen. Unter dem Einfluss dieser römischen Nächte, dieser Gewalt, die für ihn alltäglich ist, aber vermutlich auch unter dem einiger großer Meister des vergangenen Jahrhunderts, wie Raphael oder Tizian, entwickelt Caravaggio seine Hell-Dunkel-Malerei. Sie ist eins seiner Markenzeichen und gleichzeitig Ausdruck seiner Sicht des Menschen. Caravaggio war natürlich ein Genie, aber er war auch ein Mann seiner Zeit und diese Zeit war sehr gewalttätig. Stellen Sie sich das Rom von damals vor. Abends gab es keine Straßenlaternen, nur schwache Lichter, die eine Madonna an einer Straßenecke beleuchteten oder ein paar Fackeln an den Häuserfassaden der Adligen. Die Straßen waren dunkel. Nach dem Sonnenuntergang wurden sie gefährlich. Caravaggio trug wie viele andere ein Schwert bei sich. Diese Leute verloren schnell die Beherrschung. Ein kleiner Streit reichte schon aus, um eine Waffe zu zücken. Mit Anfang 30, mittlerweile ist er zu einem der gefragtesten Künstler Roms aufgestiegen, muss Caravaggio 1606 die Stadt verlassen. Er ist an einer Schlägerei in der Via di Palacorda beteiligt, bei der ein Mitglied einer mächtigen Familie ums Leben kommt. Einige Jahre später wird er begnadigt, stirbt jedoch auf dem Rückweg. Er sieht Rom nie wieder, wird dadurch aber zum allseits beliebten Maler der ewigen Stadt.